Ich will ehrlich mit euch sein, Leute. Es hat anfangs einige Zeit gebraucht, bis ich mit Gears of War was anfangen konnte. Jetzt mittlerweile würde ich sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, wer keine 360 besitzt, kommt jetzt um die Konsole nicht mehr herum. Warum? Dazu kommen wir gleich. Erstmal will ich euch kurz die zugegebenermaßen übersichtliche Handlung erzählen. Vor 16 Jahren krochen die Locust, eine unheimlich fiese Monsterbande, aus der Erde des Planeten Sera und wollten sich mal zu mir nichts, dir nichts die Herrschaft unter den Nagel reißen. Die Einwohner hatten darauf nicht wirklich Bock und legten alles in Schutt und Asche. Danach war erstmal Ruhe, aber jetzt sind die Locusts wieder aufgetaucht und sorgen wieder für mächtig Ärger. Eine kleine Gruppe einer Spezialeinheit stellt sich in einen letzten großen Kampf der brutalen Invasion und das Actionspektakel mit dem Namen Gears of War kann beginnen. Im Spiel gibt es 5 große Kapitel, die in einzelne Abschnitte unterteilt sind. Ihr übernehmt die Kontrolle über Marcus Phoenix, einen extrem bulligen Soldaten, der in einer noch extrem bulligeren Rüstung steckt. Gears of War ist ein Actionspiel, allerdings verlangt es ein anderes, überlegteres Vorgehen als manch anderer Vertreter dieses Genres. Wenn ihr nämlich denkt, ihr kommt schnell und einfach durch die Levels, habt ihr euch geschnitten. Deckung heißt hier das Zauberwort und die findet ihr in den einzelnen Arealen zuhauf. Jede Mauer, jedes größere Objekt, das herumliegt, dient euch als Schutz. Ihr müsst einfach nur den A-Knopf drücken, schon hechtet sich Marcus hinter alles, was für kurze Zeit Ruhe vor feindlichen Kugeln bedeutet. Probleme mit der Sicht? Ich helfe dir gerne dabei. Befindet ihr euch in der Deckung, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr hechtet zum nächsten Pfosten oder ihr feuert. Ihr dürft einerseits blind Kugeln in die Weltgeschichte schicken, oder ihr drückt andererseits die L-Taste und Marcus schaltet in den Zielmodus. Allerdings müsst ihr beachten, dass ihr verwundbar seid, wenn ihr euch kurz zum Feuern aus der Deckung bewegt. Die Treppen runter! Das Gegnerarsenal ist ziemlich vielseitig. Am häufigsten werdet ihr auf die Locust-Fußsoldaten treffen, die auch mal locker einige Treffer einstecken. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch noch dickere Brocken, die mit heftigeren Waffen bestückt sind und dann die ganz, ganz großen Typen, von denen wir euch einen auch noch vorstellen werden. Zurück! Zurück! Position halten! Um den Locust nicht zu schnell zu unterliegen, werden euch ebenfalls dicke Wummen in die Hände gedrückt. 4 Waffen dürft ihr mit euch herumschleppen. Im Schrank finden sich dann so Wummen wie ein Maschinengewehr, an das eine Kettensäge befestigt wurde. Aha. Eine Schrotflinte, ein Granatwerfer und so weiter. Eine der außergewöhnlicheren Waffen stellt der Hammer of Dawn dar. Zielt ihr mit diesem für längere Zeit auf einen Gegner, schwirrt ein Satellit herbei, der eine saftige Elektroladung auf das Opfer ablässt. Der Hammer of Dawn eignet sich aufgrund seiner längeren Anlaufphase aber nur für behäbige Feinde. Übrigens, Energietränke gibt es nicht. Wenn ihr angeschossen wurde, zeigt euch ein mehr oder weniger transparentes Symbol, wie es um eure Gesundheit bestellt ist. Habt ihr zu viel Blei im Körper, müsst ihr schnell wieder Deckung suchen, um euch etwas auszuruhen. Müssen wir wieder rausfinden. Am Ende jedes Kapitels wartet ein dicker Brocken auf euch, wie zum Beispiel diese Berserkerin, die zwar nicht sieht, dafür mit einer Menge Kraft und einem ausgesprochen guten Geruchs- und Gehörsinn gesegnet ist. Auf der anderen Seite des Gebäudes ist ein Hof. Das ist eure beste Chance. Verstanden. Hier bleiben können wir auf keinen Fall. Bert. Richtig, du Arsch. Die Frage ist, wer bist du? Scheiße. Ruhe. Nicht bewegen. Eine Berserkerin. Leise. Sie kann uns hören. Sie kann uns riechen. Oh Mann! Wir sind am Ende! Am Ende! Ich hau hier ab! Scheiße! Oh mein Gott! Zentrale, hier Delta. Es ist eine Berserkerin in der Nähe. Bitte um Rat. Nicht schießen, Delta. Normale Waffen sind wirkungslos. Hast du noch den Hammer der Morgenröte? Positiv, Zentrale. Die Satelliten sind nur wenige Minuten verfügbar. Bringt sie nach draußen und setzt den Hammer ein. Er ist eure einzige Chance. Winko, Delta Ende. Okay, passt auf, Jungs.
Wir wollen euch helfen. Und das werden wir auch tun. Ausrücken. Wenn sie euch wahrnimmt, müsst ihr schleunigst reagieren, denn ein Schlag genügt, um euch unter die Erde zu bringen. Da die einzige Waffe, die die Berserkerin in ihre Schranken weisen kann, der Hammer of Dawn ist, müsst ihr die Gute irgendwie nach draußen locken, denn in geschlossenen Räumen kann der Satellit nicht richtig arbeiten. Deswegen lassen wir sie einfach mal ein paar Türen zertrümmern, um uns den Weg nach draußen zu ebnen. Eine kleine Fahrzeugsequenz gibt es auch. Hier müsst ihr ans andere Ende der Stadt gelangen, während euch fliegende Locusts auf die Nerven gehen. Diese Fahrzeugsequenz ist aber nicht ganz so gelungen wie das restliche Spiel. Abgesehen vom Einzelspielermodus ist der Mehrspielerteil von Gears of War das absolute Sahnehäubchen. Egal ob ihr off- oder online spielt, ihr habt die Wahl zwischen einem ultra coolen Koop-Modus und den üblichen Team- und Deathmatch-Varianten. Mit einem Splitscreen geht zwar etwas die Übersicht flöten, über Xbox Live ist das Spiel aber der Hammer. Knallharte Gefechte, keine Lags und jede Menge verfügbarer Spiele bringen Gears of War somit den Titel Action Online Referenz ein. Aber auch die Technik ist referenzwürdig. So fette Effekte und coole Levelgrafiken hat es meiner Meinung nach einfach noch nicht gegeben. Hier zeigt die Xbox 360 zum ersten Mal, was wirklich unter der weißen Hülle steckt. Und das Beste daran, es läuft absolut flüssig. Selbst wenn auf dem Bildschirm der Bär steppt, bleibt alles schön ruckelfrei. Gears of War mag in Sachen Handlung und Spielmechanik nicht das Maß aller Dinge sein, in Sachen Spielgefühl und Intensivität ist das Spiel aber auf ganz, ganz hohem Niveau. Ihr legt die Disc ein, dreht die Anlage auf, dunkelt das Zimmer ab und schon geht es los. Die Kugeln pfeifen euch um die Ohren, Schreie der Locusts bringen euch zum Schwitzen und die Explosionen massieren euch schön regelmäßig die Magengrube. Gears of War ist ein Spiel, auf das man sich einlassen muss. Je mehr man sich in das Geschehen hineinversetzt, desto besser wird es. Je mehr man den Kampf auf Leben und Tod zulässt, desto intensiver wird das Spielerlebnis. Anfangs hatte ich Schwierigkeit, mich in das Tempo hineinzuversetzen und die zugegebenermaßen ungewohnte Mischung aus Angriff und Deckung anzunehmen. Aber nach kurzer Zeit hat mich das Spiel und übrigens auch die komplette Redaktion so in seinen Griff gebracht, dass man einfach nicht mehr aufhören kann. Wer volljährig ist und keine Xbox 360 besitzt, hat hiermit den optimalen Grund gefunden, sich eine zu kaufen. Und am besten gleich noch eine HD-Glotze mit dazu, denn nur mit voller Auflösung entfaltet Gears of War sein gesamtes grafisches Potenzial. Aber Achtung, ich muss es nochmal sagen, das Spiel gehört definitiv nur in die Hände von Erwachsenen.